Nächster Hoteltest. Wo sind wir? Nicht in Dubai, nicht in Amerika, New York oder so, sondern in dem schönen Städtchen Senftenberg. Ja, wer Senftenberg nicht kennt, das ist im südlichen Zipfel von Brandenburg und da sind wir auf Empfehlung und zwar das Seeschlösschen Senftenberg. Und da sind wir jetzt sehr gespannt, haben mir gerade noch die Kritiken durchgelesen. Gibt viel Positives, aber auch das ein oder andere Negative. Also das werden wir jetzt erstmal selber testen und wenn ihr Lust dazu habt, bleibt dabei. Ja, wie immer gibt es eine kleine Zimmerführung und zwar, wir sind im Zimmer 56 im Neubau, heißt das. Wenn man reinkommt, sieht es nicht nach Neubau aus, aber sehr schön, nehme ich ganz viel altes Holz. Ich zeige schon mal das Bad hier so ein bisschen, hier ist so ein hübscher Waschtisch und hier eine freie Dusche. Ja, eine kleine Toilette, Handtücher sind dabei, Bademantel, die man mitnehmen kann. Jetzt gehe ich mal in das eigentliche Wohnzimmer. Die Blondine ist auch wieder dabei. Hola, ja, meine Frau darf wieder mit, sehr schön. Hier ein kleiner Schreibtisch, was wir arbeiten wollten, was wir natürlich nicht wollen. Ja, Betten, Balkon, da gehen wir gleich nochmal raus. Und hier eine schöne Ledercouch, man kann ins Bad durch diese Fensterscheibe gucken. Schon ganz cool. Ja, ein Ventilator, ja, den braucht man, weil hier waren wir schon mal im Sommer und hier ist keine Klimaanlage. Das wird so warm hier drinnen. Also da muss ich sagen, da ist so ein bisschen Luft nach oben. Aber wir freuen uns ja jetzt über die ersten Sonnenstrahlen überhaupt. Das ist, heute sind 20 Grad. Genau, 21. April und wir haben das erste Mal in diesem Jahr die 20 Grad Grenze erreicht. So, jetzt nehme ich euch mal kurz nochmal mit raus. Hier hat man so eine kleine Terrasse. Hier noch so ein paar Liegen, die eigentlich zu den Nachbarn gehören. Und ja, hier schaue ich runter in den Spa-Bereich. Hier unten sind dann verschiedene Saunen. Ja, einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch. Und zwar, wenn ich hier draußen auf meiner Terrasse sitze, dann, wenn ich die Tür zumachen will, vielleicht, wenn jemand hier irgendwie unten raucht oder sowas, dass keine Rauch hier reinzieht, wäre es günstig, wenn hier irgendwas zum Ranziehen wäre. Sonst greife ich hier und ich kriege die Tür einfach nicht richtig ran. Und die geht dann einfach wieder auf. Und das ist eigentlich ein bisschen ungünstig. Also das als kleiner Tipp von uns fürs Hotel. So, wir wollen ja einen ganz ehrlichen Blick und deswegen muss ich auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was uns nicht so gefällt. Also A, eben Klimaanlage, die fehlt, die ich schon sagte. Dann B, wir haben einen Fernseher und jetzt drehe ich mich mal rum. Der ist da hinten, da. Ja, hier sind die Betten. Ich schaue eigentlich nach vorn. Ja gut, man könnte natürlich hier hinten von der Couch. Ja, und der hängt so ein bisschen schräg, vielleicht kann man sehen. Deswegen, weil die Wandhalterung da hinten locker ist. Also wir bezahlen hier, muss ich mal sagen, 750 Euro. Da sind jetzt zwei Essen dabei, die Übernachtung, der Frühstück. Ja. Wobei ich auch sagen muss, es geht auch nicht anders zu buchen. Also man kann es nicht nur mit Frühstück buchen, man muss das Abendessen dazu nehmen. Und das sind so Dreigangmenüs. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Wasser, was jetzt hier auf dem Zimmer ist, meistens ist ja mit dabei, also steht auch da. Was ganz cool ist, aber es kostet halt 5 Euro. Also es ist jetzt nicht gleich inklusive. Das Parken dafür, das ist inklusive. Da wird es nicht nochmal Geld abgenommen. Wäre ja schade. Ja, hier, das war nicht nur meckern. Das war wirklich eine tolle Sache und zwar ganz lieb. Also es war eine Karte jetzt, ein Begrüßungstext. Und es war unter der Glocke waren Kekse. Und hier steht kein Preis. Ich denke, das ist ein Geschenk und das ist sehr lieb. Also hier dieses Gelände, wo dieser Wellnessbereich ist und die ganzen Saunen, ist schon schön. An jeder Ecke gibt es irgendwas zu bestaunen. Man kann sich irgendwo hinsetzen, ganz toll. Und ja, da drüben kleine Steine, das ist ein Tischchen. Das kenne ich aus der Sächsischen Schweiz. Da haben wir mal wieder eine Sauna. Da ein bisschen ein kleiner See. Ja, echt schön gemacht. Ja, jetzt gehe ich mit euch mal in den Wellnessbereich und zeige mal die ein oder andere Sauna, die wirklich echt schön gemacht ist. Zum Glück im Moment alles leer, ich kann es zeigen. Und ja, genießt es. Ja,
hier ist so abgeschlossen, ist auch wie so eine Sauna, und zwar, das nennt sich Kräuterstube. Total urig irgendwie, hier diese kleinen Fenster mit Bildern dahinter. Und ja, hier läuft auf dem Monitor, tja, oh Spinne, Natur, also irgendwie hat es was. Es riecht nach Kräuter, es riecht nach Heu. Ich weiß nicht genau so richtig, was es bringt, aber es ist irgendwie schon cool. Hier haben wir noch eine kleine Bar, die darf natürlich auch nicht fehlen. Dreimal am Tag gibt es dann auch einen Aufguss, und da gibt es eine Tafel, damit man sieht, was aufgegossen wird. Oh, ist das schön. Jetzt zeige ich euch mal den Innenpool, und zwar sieht er so aus, jetzt ist er gerade leer geworden. Ja, hier ein Feuer, gut, das will nicht so richtig angehen, aber das Ambiente ist schon der Hammer. Also der Saunabereich hat bis 22 Uhr, glaube ich, auf. 20 Uhr werden die Saunen ausgemacht, aber man kann dann trotzdem hier noch so ein bisschen schwimmen und kann so ein bisschen diese Ruhe genießen. Ja, aber wir haben heute bis 20 Uhr, weil wir zum Essen sein. 21 Uhr ist Küchenschluss, und ja, deswegen muss ich gleich wieder ins Zimmer. Aber echt, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Echt voll der Hammer. So, jetzt geht es nochmal raus. Überall sind Wegweiser, damit ich meine Saunen auch finde und meine Anwendung, die ich vielleicht gebucht habe. So, und jetzt bin ich im Bereich vom Außenpool. Ja, zum Glück keine Gäste mehr da. Das könnte ich natürlich hier nicht filmen. Ja, ein kleiner Außenpool, sehr schön. Aber jetzt zeige ich euch mal, ich habe ein Problem damit. Und zwar, es ist einfach ein bisschen kalt. So, kann man das sehen? Ja, ich glaube, das sind 13 Grad. 13 Grad, okay. Nicht meine Temperatur, vielleicht nach der Sauna, aber ja, sonst cool. Was ist das? Brotbad? Keine Ahnung, was das ist, aber es ist irgendwie urig. Man kommt hier rein und es riecht wirklich nach Brot. Es ist warm, es riecht nach Brot, hier wird vielleicht wirklich Brot gebacken, und es ist total gemütlich. Diese Couchen hier, so diese Leuchten, echt wieder toll gemacht. Ja, und das war es aber noch nicht. Und zwar, jetzt nehme ich euch nochmal in den Innenbereich mit, der echt auch sehr schön gestylt ist. Ja, da haben wir nochmal ein Saunarium und wir haben nochmal eine Dampfsauna. Ja, da steht's. Tue deinem Körper Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Dieses tolle Frühstück an, das ist doch der Hammer. Also sowas gibt es ganz selten. Also so ein tolles Frühstück, schon die Teller sind ja mega. Dann Quark, mein Lieblingsschinken, ganz viele Aufstriche. Da, da. Hm. Lachs, Eiersalat. Hm. Tja, und außerdem gibt es jetzt gleich noch ein Ei Benedikt, das haben wir bestellt. Was hast du noch bestellt? Noch nichts, aber ich werde ein Spiegelei noch bestellen. Noch ein Spiegelei. Hier eine Kleinigkeit in eigener Sache. Also wenn euch das gefällt, was ich so tue, und ihr mehr sehen wollt, wäre es ganz toll, wenn ihr ein Abo da lasst. Ist kostenlos. Und vielleicht die Glocke setzt. Dann seht ihr immer wieder, wenn was Neues rauskommt. Und ja, das würde mich sehr freuen. Und ich sage schon mal Danke dafür. Na? Ja, hier ist ein Bar. Hier kann man sich dann abends hinsetzen, kann sich Cocktails mixen lassen und ja, einfach den Abend ausklingen lassen. Hier habe ich mal einen kleinen Auszug von den Cocktails, und zwar, was haben wir hier? Caipirinha 9 Euro, hier unten Pina Colada 12, Mai Tai 12, ja.
Also das ist ja übrigens die gute Stube. Und zwar hier kann ich dann, wenn ich vom Wellnessbereich ein bisschen was trinken möchte, gehe ich einfach hier hoch und kann dann hier, echt sieht aus wie ein Bild, wow, dann hier sitzen und was Kleines snacken. Hier ist auch was ganz Besonderes in diesem Hotel, und zwar die Gäste werden eingeladen Samstag um 17.30 Uhr zu einem kleinen Willkommen-Apero, heißt das. Ja, und zwar, da gibt es kleine Schnittchen, gibt es was zu essen, es gibt einen Sekt, und der Chef, oder in dem Fall ist es jetzt der Direktor der Gastronomie, der war da und hat so ein bisschen was zum Hotel erzählt und hat gefragt, wie es uns so gefällt und ob wir Wünsche, Interessen oder irgendwelche Vorschläge haben. Und das finde ich eigentlich sehr toll, dass man hier die Gäste auch direkt so befragt. Vorbereitung auf den Jakobsweg. Ja, genau. Also Buon man. Camino. Buon Camino. Also wer das mal sehen will, da kommt ein Film in ein paar Wochen. Also 3 Wochen geht es nach Porto. Da starten wir den Jakobsweg. Aber zurück zum Thema. Ja, man kann also im Hotel die Zeit verbringen, was natürlich wunderschön ist. Oder was kann man machen? Hier ist Senftenberg. Da gehen wir jetzt erstmal schauen, das ist das Hafengelände an so ein bisschen. Und man kann um diesen See laufen. Ich glaube, ich habe gehört, so 18, 19 Kilometer, wenn man rumlaufen würde. Das werden wir nicht machen. Aber könnte man. Man kann Fahrräder ausleihen. Senftenberg hat sogar eine Skihalle, Snowtropolis heißt das. Aber aktuell, wir haben ja alle Probleme mit teuren Stromkosten, das ist für 22, 23 geschlossen. Schauen wir mal, ob es wieder aufmacht. Aber unser Herr Habig sagt ja auch, manche machen zu, aber die sind nicht gleich insolvent. Also schauen wir mal. Ja, noch eine Sache, die man machen kann, man kann sich ja Boote ausleihen. Fängt an bei 15 Euro für ein Tretboot und dann wird es ja schon motorisiert. Oh, Führerscheinpflicht, ja. Aber das würde mir, glaube ich, gefallen hier unten. 80 Euro die Stunde. Ja, wäre schon mal fun, 2 Stunden ausgeliehen, aber ich habe keinen Führerschein. Schade, schade. Aber du, hier, Führerschein frei. Gut, für 45 hätten wir ein Führerschein freies. Aber gut, ich will ja nicht das, ich würde ja schon das haben. Aber egal. Das ist es jetzt, das neue Wahrzeichen der Stadt Senftenberg, und zwar die Seebrücke. Bisschen moderner Stil, 80 Meter geht das rein, 2013 erbaut und am Ende 4 Meter hoch. So, wir sehen wieder aus wie die kleinen Sahneschnittchen. Es also zum du, Abendessen. Ich sehe einfach aus wie so... Vagabund. Also ein bisschen stiezig sich um die Art. Ja, es geht zum Abendessen. Und zwar, da haben wir schon gehört, es gibt jeweils immer 3 Menüs. Es gibt veganisches Menü, veganes heißt das, veganes Menü. Es gibt Fischmenü, Fleisch, und man kann irgendwie die Vorspeise und das Hauptgericht irgendwie miteinander wechseln. Ich habe eine Buttermakrele, wobei ich mir noch nicht mal richtig sicher bin. Wahrscheinlich ist das da eine Makrele. Und du hast eine Entenleber, und die ist aber hier versteckt wahrscheinlich hier unter dem... Espuma mit irgendwas, keine Ahnung. Ah, Espuma mit irgendwas. Ein bisschen lauwarm, soll wahrscheinlich so sein. Ah, okay. Aber ist so lecker. Mhm. Na dann, guten Appetit. Okay, ich habe festgestellt, hier ist noch was. Da ist die Makrele. Ups, wo ist er? Hier, ganz dünn. Da ist er. So, was ist das jetzt? Das ist die Forelle, war das, ne? Forelle Müllerinart. Die Müllerin. Die Kartoffeln. Sieht so fantastisch aus, ich freue mich so sehr. Ja, bei mir gibt es ein Entricot. Mit dem wäre es sein. Pastinake gegrillt und Sonder. Hier war irgendwie Bulgur dabei. Jetzt habe ich es mit Kartoffeln. Die Soße war letzt gestern echt lecker. Und das sind Parmesan-Chips. So, du bist noch voll dabei, aber. Mhm. Möchtest du was sagen, wie es schmeckt? Das war so fantastisch lecker. Also ich muss sagen, wirklich, also wir hatten heute als Beilagen Kartoffelchen gewählt. Nicht Bulgur oder hier, wie ist es? Couscous? Ja, egal. Jedenfalls, Kartoffeln ist wirklich das A und O. Und oh, es war fantastisch. Ich bin begeistert. Sehr schön. So, das ist der Nachtisch, das ist jetzt Creme Brûlée mit einem Eis drauf. Und bei meiner Frau gibt es nochmal zum Abschluss ein bisschen Käse. Mit Trüffelöl. Mit Trüffelöl. Und Sellerie-Sticks. Na, sehr lecker.
Ja, hier kommt mal noch ein Tipp und zwar 13 mal wow. Und zwar, ich habe mir von der Rezeption 13 Zimmer zeigen lassen. Wirklich von Suiten bis die schönsten bis auch zu den einfachsten Zimmern. Und ja, die verlinke ich euch nochmal. Die könnt ihr euch anschauen. Wer Lust dazu hat, schaut es euch an. Also es ist wirklich alles individuell und es ist wirklich der Hammer. Und viel Spaß auch dabei. Ja, jetzt kommen wir zum Fazit und zwar, wir wollten ja ein Hotel-Test machen. Erstmal für uns von den Punkten her würden wir 9 von 10 Punkten vergeben und ja, sind uns nicht so richtig einig, ob das Hotel bei Schumanns, das verlinke ich nochmal oben, schöner ist als das. Also es sind andere Hotels, es sind ein paar Sachen sind halt hier besser und ein paar Sachen sind da besser. Also deswegen schaut euch gerne das Video mal an. Aber wir sind rundum sehr zufrieden, sehr begeistert, sehr freundlich. Alles war überall sauber. Es war überall ein Highlight, sich anzuschauen. Und wir haben es sehr genossen. Sagen vielen Dank an das Hotel und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis bald.